Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich, wie man den Homebrew Launcher für die Nintendo Switch installieren kann. Wenn sich irgendwas an dem Ablauf des Tutorials ändern sollte, dann wird das Ganze in der Videobeschreibung stehen. Also, du solltest auf jeden Fall auch nochmal die Videobeschreibung lesen. Und dafür musst du die Switch eine Version von 3.0.0 haben. Alles darüber oder darunter geht nicht. Wenn du eine Version darüber hast, musst du erstmal sowieso warten. Wenn du 1.0.0 hast, solltest du auch erstmal warten, weil Switches mit der Version 1.0.0 relativ bald, glaube ich, eine Custom Firmware bekommen könnten. Und wir anderen müssen noch ein bisschen länger warten. Und wenn du über 1.0.0, aber unter 3.0.0 bist, dann kannst du die Nintendo Switch mit dem Spiel Pokémon Tournament oder Pokémon Tekken DX aktualisieren. Ein Tutorial dazu habe ich auch schon gemacht, Link natürlich in die Beschreibung. Dafür braucht man aber das Spiel. Und um den Humble Launcher zu installieren, müssen wir uns hier einfach erstmal die Latest NX Home HB Menü herunterladen. Die können wir dann direkt öffnen. Die gesamten Anleitungen oder die gesamte Anleitung gibt es hier oben dann auch nochmal. Das Ganze können wir einfach auf die SD-Karte der Nintendo Switch kopieren. Und die Homebrew-Anwendungen müssen in den Switch-Ordner einfach reinkopiert werden. Ich habe jetzt nur eine so eine Demo-Anwendung. Aber das wird man auch noch mal sehen. Aber dann gibt es jetzt einen Schnitt und es geht an der Nintendo Switch weiter. Und es sind ja auch schon wieder an der Switch die MicroSD-Karte ist jetzt schon in dem Slot drin. Der MicroSD-Karten-Slot ist übrigens unter dem Ständer, den man ausklappen kann, an der Switch direkt dran. Und dann können wir hier zu Internet gehen, in die Internet-Einstellung gehen. Den Router auswählen, die Einstellung ändern und dann hier die DNS-Einstellung erstmal auf manuell stellen und dann hier sowohl als primären als auch als sekundären DNS-Server den hier einstellen. Ich werde den auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Dann können wir das Ganze speichern, eine Verbindung zum Netzwerk herstellen, auch weitergehen. Und hier auf Install gehen. Dann sollte er genau diesen Error-Code hier anzeigen, wenn er einen anderen anzeigt. Dann musst du die Konsole neu starten und das Ganze nochmal probieren. Und wenn er gar keinen Error-Code anzeigt, dann kannst du den Browser, also wenn er mehr als eine Minute oder so braucht, dann kannst du den Browser durch die X-Taste verlassen und dann das Ganze nochmal probieren. Aber ich muss jetzt die Konsole neu starten und dann sehen wir uns wieder, wenn die Konsole neu gestartet ist. Es kann passieren, dass die MI-Daten gelöscht wurden, weil das Ganze Pegaswitch benutzt und es dabei eben mal passiert. Und dann können wir wieder in die Systemeinstellung gehen. Wieder zu Internet, in die Interneteinstellung. Die DNS sollten wir jetzt nicht mehr verändern. Dann können wir wieder eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Dann können wir wieder auf Weitergehen. Jetzt Run auswählen. Und er jetzt so lange warten, bis er was anzeigt. Bei dieser Bildschirm wird ungeschlossen einfach auf OK gehen. Dann können wir entweder B oder die Home-Taste drücken. Und dann können wir hier unten das Album aufrufen. Das Ganze bleibt jetzt auch im Album, bis wir die Konsole neu starten. Das heißt, bis du die Konsole neu startest, kannst du einfach mal das Album aufrufen, um den Home Launcher aufzurufen. Und dann sieht man hier eben den Home Launcher mit allen Apps. Ich habe leider bisher erst eine auf dem Home Launcher. Und das ist so eine typische Hello World. Also nichts Aufregendes. Mit der Home-Taste kommen wir dann wieder zurück und können den Home Launcher wieder mit dem Album aufrufen. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Bei Fragen kannst du mich gerne in den Kommentaren fragen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, ciao.